Mein nächster Gast ist seit ihrem 5. Lebensjahr im Showgeschäft tätig. Seit Januar 98 moderiert sie den Tigerentenclub in der ARD. Herzlich willkommen, Pamela Grosser. Ja, das sind doch diese berühmten Tigerenten, oder? Ja, genau. Die einem alle, das muss man auch mal sagen, das hat ja Janosch großartig erfunden. Genau. Und die reißen euch die Kinder und die Eltern aus den Händen. Ja, oder? Es gibt aber was, das hast jetzt gleich nur du. Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Ja. Weil ja jetzt so die Badesaison anfängt und dann musst du auch mal ein bisschen Farbe bekennen, ein bisschen flotter aussehen, ein bisschen schärfer. Und da habe ich dir einen Tigerenten-Tanga mitgebracht. Extra für dich. Großartig. Und damit du auch so richtig intelligent aussiehst. Ich würde ihn anziehen, aber es passt nicht alles rein. Angeber. Aber damit du noch ein bisschen intelligenter aussiehst, habe ich dir auch die passende Badekappe. Die kann ich jetzt schon mal ausprobieren. Ja. Ist das egal, wie rum die man... Ja, ja. Ja. Ja, super. Sieht ein bisschen aus wie ein Präservativ von Borussia Dortmund, oder? Das gibt es. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, das sind zwei Geschenke, die man jetzt natürlich im Sommer wunderbar gebrauchen kann. Du wirkst ja so wahnsinnig lebendig und so frisch und so mit einer so positiven Ausstrahlung. Es stimmt also doch nicht, was man sagt, dass wenn Kinder schon sehr früh vor der Kamera stehen, dann ist die ganze Kindheit weg und dann haben sie einen Schaden. Nee, für viele Kinder wäre es ja ein Vorteil, wenn die Kindheit weg wäre. Ich habe zwar richtig viel gedreht, und also ich habe mit 3 Jahren angefangen, so Modefotos zu machen und zu synchronisieren und auch richtig viele Filme gedreht, aber ich habe nebenbei noch Ballett gemacht und Schwimmen und Leichtathletik und Klavier gespielt und Tennis und alles Mögliche und hatte wirklich immer noch genügend Zeit für meine Freundin. Also ich weiß nicht, wäre langweilig, wenn ich das alles nicht gemacht hätte. Seid ihr eine große Familie? Ja, riesengroß. Also ich habe 3 Geschwister, sind alle von den gleichen Eltern. Eine Seltenheit heutzutage. Ja. Meine Eltern hatten damals keinen Fernseher, deswegen wussten sie nicht, was sie machen sollten. Und in welcher Reihe bist du? Ich bin der Nesthaken, also die allerletzte. Ja. Und das heißt, musst du dich immer ein bisschen durchsetzen gegen die 3 Eltern? Ja, das stimmt schon. Also normalerweise sagt man ja, das Küken ist ja, das wird verwöhnt und kriegt alles geschenkt. Also irgendwie nicht, ich kriege die alten Hosen von meiner Schwester geschenkt. Das war alles. Nee, man muss sich ganz schön durchsetzen. Aber es hat natürlich für ein Mädchen den Vorteil, die große Schwester muss schon mal das mit den Freunden durchkämpfen, oder? Ja. Wie lange darf man weggehen? Wann darf der Freund nach Hause kommen? Darf der zu Hause übernachten und so weiter? Das muss ja alles die große Schwester. Ja, viel hat sie nicht erkämpft, aber. Nee? Nee. War die eher still? So meditativ, Cello und so? Nee, Klavier dann doch. Nee. Du bist eine gebürtige Hamburgerin? Ja. Und musst jetzt beruflich wie oft im Monat nach Stuttgart? Also ich bin ungefähr 2 Wochen im Monat in Stuttgart und ansonsten reisen wir in der Weltgeschichte in Italien, Portugal, Ägypten, Israel umher. Da dreht ihr überall Beiträge. Das ist eigentlich ein wahnsinnig toller Job, oder? Ist auch super genial. Also die beste Reise war wirklich erst eine Woche Ägypten und dann Israel. Wir haben so viel gesehen. Das war wirklich gigantisch. Und in diesem Jahr war es halt nicht so toll, es hat immer geregnet. In Italien irgendwie war Schneesturm, wir kamen ohne Schneeketten nicht weiter. Wo war das denn in Italien? Auf Sizilien. Schneesturm auf Sizilien? Ja, so ungefähr, ja. Im Februar. Das war halt nicht so klasse. Und in Portugal auch nur 10 Grad. Aber das bringt richtig viel Spaß, doch. Wie kommst du denn als Hamburgerin in Stuttgart zurück? Super. Ja? Also ich habe da eine Wohnung seit über einem Jahr und mir gefällt das richtig klasse da unten. Versteht irgendwie keiner in Stuttgart? So, was? Doch ich. Gefällt das hier dir? Ja, ich bin ja da aufgewachsen. Ja, ist richtig toll. Und wenn man weiß, wo man hingehen kann, was man machen kann und die richtigen Leute kennt. Wo kann man eigentlich hingehen in Stuttgart? Das habe ich mich immer gefragt, die 20 Jahre. Ja. Wo? Sag es bitte, wo geht man in Stuttgart hin? Ja, zum Beispiel gibt es ganz viele Feste in Stuttgart. Weinfest. Ja, genau. Subo. Zum Beispiel das Volksfest. Das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen, dann Hockeze. Dann siehst du, warst du doch irgendwo. Ja gut, aber man sitzt da und sagt, schön, dass man die Großeltern wieder trifft. Aber also, ich meine jetzt, disco-mäßig oder so. Oder? Oder hat sich das vielleicht geändert? Ja, also ich denke mal, hat sich auch viel geändert. Also ich kann da irgendwie jeden Abend weggehen und treffe immer was Neues. Also. Aber wahrscheinlich bist du so ein beneidenswertes Geschöpf, weißt du? Du findest einfach die positiven Seiten und die schönen Seiten am Leben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, hast du auch mal schlechte Laune? Ja, klar. Und wie? Muss man meine Eltern fragen. Ja? Aus welchem Grund? Ja. Naja, man ist auch mal schlecht drauf, oder nicht? Nee, ich nie. Nicht? Nee. Ich bin immer schlecht drauf. Nein, jetzt habe ich ja diese fröhliche Bademütze hier. Pamela, das war jetzt ein bisschen kurz heute. Entschuldige, aber das lässt sich... Komm, am Montag noch mal wieder als Erster. Das wäre schade, weil da haben wir keine Sendung. Ach so, genau. Aber, sobald es geht. Ja? Ja.
Und dann möchte ich mal, dass du mal hier mit dem Publikum so eine Aktion oder so ein Spiel machst, wie ihr das auch mit den Kindern in eurer Sendung macht. Ja, aber nur, wenn du die Badehose dann anziehst. Wenn sie passt. Ich werde es mal probieren. Ich werde es mal probieren, aber es ist natürlich schon sehr gewagt, weißt du, weil ich werde, möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe keinen Waffenschein. Ja, sobald wir Zeit finden, bist du wieder bei uns zu Gast und dann ausführlich. Es war auf jeden Fall schön, dass wir heute einen ersten Eindruck von dir und von deiner Sendung gehabt haben. Wann ist die nächste, Folge? Immer samstags nachmittags um 3:30 und Sonntag die Wiederholung. Also Samstag Nachmittag 3:30 in der ARD. Pamela, alles Gute. Schön. Danke dir. Dankeschön. Tschüss.